Erstmal herzlich willkommen natürlich bei uns auf dem Stand. Heute möchte ich ganz gerne eine Kurzpräsentation machen, wo ich Ihnen in so 15 Minuten erklären möchte, was wir mit dynamisches ESS meinen. Dynamisches ESS, ich werde erklären, warum wir das brauchen oder warum es interessant ist für Sie. Und da fangen wir mit an. Klassischerweise ist ESS eine Variante, wo wir entweder über Bestandslage, Anlage, wo eine PV-Anlage ins Netz einspeisen tut, oder eine Anlage, wo wir einen Speicher von Wickel schon integriert haben, versuchen, den Eigenverbrauch zu optimieren. Sie sehen hier die einzelnen Komponenten und im System ist es eigentlich immer so geplant, dass wir am Netzzähler, den wir hier mit dem Wickelzähler ausgestattet haben im System, versuchen auf Null zu regeln und somit einfach diesen Eigenverbrauch zu erhöhen. Das ist durchaus interessant bei uns in Deutschland, vor allem weil wir natürlich auch nur eine Einspeisevergütung haben, können wir hier optimal arbeiten. Aber heutzutage gibt es natürlich auch schon einige Anbieter, also Energielieferanten, die auch einen dynamischen Stromtarif anbieten. Bei solchen Systemen, und das nennen wir dann dynamisches ESS, ist es nicht so, dass wir nur noch auf Null regeln wollen, auf dem jetzt Einspeisepunkt, sondern wir wollen jetzt regeln auf dem Eingangsbereich, wo wir im Prinzip schauen, wie können wir am günstigsten diese Anlage betreiben, beziehungsweise wie können wir auch vielleicht am günstigsten Strom einkaufen für das Gebäude, für das System. Das heißt, der Energiezähler ist natürlich immer noch wichtig, weil in Deutschland, ja, sagen wir mal ganz grob gesagt, Dreivierteljahr ein klassisches ESS-System viel bringt, weil wir einfach viel Solarenergie auf dem Dach haben. Aber für die Wintermonate, und da wird das einfach interessant in Deutschland, macht natürlich das dynamische System wird es extra interessant, weil wir hier den Akku einfach besser nutzen können, auch über die Winterzeit die Entladung und Ladung stattfinden lassen. So wie Sie es hier sehen im Bild, ist das auch genauso möglich ohne PV. Also wir haben hier wirklich nur einen Heimspeicher und wir steuern das ganze System, den Wechselrichter, über Signalen. Wir können das trotzdem natürlich genauso gut ergänzen mit PV, so wie ich vorher erzählt habe, damit wir auch in der Sommerzeit auf die Netzeinspeisung ermitteln können. Wir haben in Europa erstmal generell gesagt, haben wir da zwei Anwendungsbeispiele. Das erste ist das, was wir kennen in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum, Österreich und Schweiz haben wir schon gehört. Das sind die sogenannten Day-Ahead-Preise. Das sind einfach die Energieversorger, die uns 24 Stunden im Voraus eine Vorhersage geben, wie viel der Strom kosten wird, wenn wir sie bei dem kaufen, in Stundentakt. Es gibt hier zum Beispiel noch eine Ausnahme, das ist in der UK, in England, wo wir da noch feste Tages-, Nacht- oder Wochentagstarife haben. Das ist ein bisschen alles aufgestellt hinter uns hier in Deutschland. Wir bekommen diese Info über eine europäische Organisation, die ENTSO-E. Denn das sieht dann so aus, dass wir, ich habe hier natürlich das klassische Beispiel der Niederlande, wo wir auch herkommen, mit reingenommen, wo wir im Prinzip Strompreise sehen, die werden stundentaktmäßig angepasst und wir werden sie jedes Mal in 24 Stunden im Voraus von dann mitbekommen und können das Algorithmus damit arbeiten lassen. Sie sehen widrige Strompreise, hohe Strompreise und somit können wir sehen, wo wäre es am günstigsten einzukaufen. Ja, da müssen wir zunächst erstmal schauen, welche Informationen bekommen wir aus dem System? Sie sehen hier die Kilowattstundepreise, die ich vorher schon mal gezeigt hatte. Wir haben natürlich auch die Gebühr vom Energieversorger, der hier ganz wichtig ist, weil wir mit den Kosten auch mitrechnen müssen. Die Zykluskosten vom Akku, weil es ganz klar ist, wir fahren hier plötzlich natürlich mehr Zyklen mit dem Akku. Das ist auf der einen Seite natürlich ein Thema, wenn der Akku nicht viel Zyklen machen würde, aber die Lithium-Akkus können das und daher macht das einfach Sinn. Und was ganz wichtig ist im System, das sind die letzten zwei Themen. Und zwar, wir können über das Wicklungssystem, da das ja schon in ESS-Modus läuft, können wir eine Lastprofilprognose machen. Das heißt, wir wissen in der nächsten Zeit, meistens können wir das über mehrere Tage schon vorhersagen, können wir diese Profilprognose machen und auch festlegen. Das zweite ist, dadurch, dass wir die Anlage sehr gut kennen, können wir auch eine Solarertragprognose machen. Also wenn Sie bei uns das ESS-System im VRM-Portal festlegen, also Sie machen einen Standort festlegt, dann können wir auch diesen Solarertrag machen.
Und die machen wir nicht nur auf, sagen wir mal, wie viele Sonnenstunden wir an dem Tag haben, sondern wir machen tatsächlich eine Berechnung anhand von ihr installierten PV-Leistung und können somit wirklich für Kilowattstunden auch errechnen. Und mit den Daten zusammen, dieses Algorithmus zusammengenommen, können wir jetzt den Algorithmus laufen lassen. Das System, das plant immer 4 Stunden im Voraus. Das heißt, wir haben da immer noch die Möglichkeit, sollte es eine Unterbrechung geben in der Kommunikation, dass wir trotzdem das System weiterlaufen lassen können. Neue Berechnungen werden stündlich angepasst, weil wir das Lastprofil natürlich viel anschauen als auf der Ertrag. Und wir binden ja auch das ganze System mit ein, also der aktuelle Ladezustand vom Heimspeicher selbst, maximale Leistungen und ob wir zum Beispiel auch zum Beispiel verkaufen wollen oder können in den jeweiligen Land, weil auch das ist ein Riesenthema. Das sieht dann im Prinzip so aus. Wir kombinieren alle Werte, die ich vorher gesagt habe. In den Grafiken sieht man dann auch schon die Vorhersage mit einbezogen. Und somit können wir ein Profil erzeugen. Und wie gesagt, ganz wichtig, wir können die erneuerbaren Energien, wir können PV-Energie, können wir in dem System mit reinrechnen lassen. Und so sieht man dann über mehrere Stunden, in diesem Fall 2 Tagen, kann man ja sehen, dass man dann Momente hat, wo es teurer sein wird, die Energie einzukaufen aus dem Netz, und es wird Momente geben, wo es günstiger ist, aus dem Netz einzukaufen. Und wenn dann natürlich der Solarertrag zu dem Zeitpunkt zum Beispiel nicht vorhanden ist, dann können wir Netzbezug ermöglichen und günstig den Akku laden. Weil wir wissen, dass zum Beispiel später am Tag das Lastprofil zeigt, wie viel Energie wir im Gebäude brauchen. Wenn wir das alles, wie gesagt, kombinieren, dann kommen solche schöne bunte Grafiken raus, wo man einfach sieht, wo die Energie herkommt und wo es einfach für das Algorithmus Sinn gemacht hat, zu laden aus dem Netz oder vielleicht aus der PV-Energie genügend Energie vorhanden war. Diese Grafiken, die man hier sieht, die sind dann auch alle über das klassische VRM-Programm, was ihr hoffentlich alle schon kennt bei den Vectron-Anlagen, auf einsehbar. Gut. Wie gesagt, klassisches ESS, ganz klar versuchen wir, die Autarkie oder beziehungsweise die Energie verschieben zu machen. Und bei dynamisches ESS wurde es wirklich eine finanzielle Aspekte. Ja, wir schauen einfach, dass wir den Akku besser einsetzen im System und somit für sie die Kosten sparen beim Energiekauf. Genau, also geringe durchschnittliche Kosten und Handel von Energien wird hier einfach ein Thema sein. Welche Komponente brauchen wir dafür? Ich denke, dass es klar ist, wenn wir das System jetzt so betrachten, wie wir es vorher gezeigt haben, brauchen wir natürlich den Energiezähler, ein Monitoring-System, ein Wechselrichter und ein Akku. Für den Wechselrichter haben wir klassischerweise unsere Multi-Plus, Multi-Plus-3 Geräte, als auch in näher Zukunft jetzt der Multi-RS-Solar, den wir da einsetzen können. Diese Produkte haben wir auch auf dem Stand alle ausgestellt. Also wenn wir da nachher mehr Informationen dazu brauchen, können wir natürlich gerne dazu erklären, was die Produkte mehr machen können. Das zweite ist das Monitoring-System. Standardmäßig haben wir in der Vergangenheit immer ein GX-Gerät dafür gehabt. Wir haben angefangen mit dem Color Control GX für diejenigen, die es noch kennen. Standardmäßig wird jetzt das Servo GX dafür eingesetzt oder das Ekanoten GX, je nachdem, was der Kunde haben möchte. Der Servo hat einen riesen Vorteil, dass man den auch als industrielle Lösung ohne Display einsetzen könnte, irgendwo im Schaltschrank. Das Ekano ist eine sogenannte All-in-One-Lösung, wo das Display und auch die Hardware in einem gewählt. Energiezähler, den brauchen wir im System, damit wir die genaue Messung machen können. Wir sehen auf der linken Seite die Vectron-Lösung. Das ist ein Energiezähler, den wir letztes Jahr auf den Markt gebracht haben. Da arbeiten wir mit der Wandlermessung bis zu 75 bzw. 80 Ampere pro Phase. Und wir können über die Ethernet-Schnittstelle als auch lokal über eine CAN-Schnittstelle können die Daten im System auslesen. Trotzdem haben wir immer noch die Kompatibilität zu unserem Carlo Gavacci als auch ABB-Zähler. Und somit können wir die natürlich genauso gut im System nutzen für Bestandsanlagen, die schon da sind. Bei den Akkus ist es auch wiederum so, wir sind sehr flexibel. Auf der linken Seite sehen wir wiederum die Vectron-Lösung. Da können wir natürlich unsere Akkus für einsetzen. Und trotzdem sind wir parallel natürlich auch ebenfalls kompatibel mit klassischen Herstellern, so wie Sie hier in der Liste sehen. Aber die Kompatibilitätsliste, die ist mittlerweile schon einiges länger als was hier steht. Die wird auch
immer wieder ergänzt, um Akkuhersteller, die wir oder womit wir auch kompatibel sind. Genau, man kann trotzdem das System ergänzen um PV-Energie. Wir haben die DC-seitige Einbindung von PV über unsere MPPTs und so wie Sie hier im Bild sehen, auch die klassische AC-Einbindung von PV. Das ist interessant, weil wir natürlich extrem viele Bestandsanlagen in Deutschland haben, wo wir tatsächlich das Speichersystem in Zukunft sehen können. Und die DC-Einbindung, die bietet wiederum einen Vorteil für Anwendungen, wo man einfach auf die Nutzstromversorgung, also die Schwarzstartfähigkeit vom System, nutzen möchte. Da ist eine DC-Einbindung sehr interessant und dafür haben wir natürlich unsere MPPTs. Sie sehen hier im Bild nur zwei Beispiele. Wir haben auf unserer Wand auf alle anderen oder die meisten Modelle aufgelistet, so wie Sie hier sehen. Das sind die Modelle, die man klassischerweise kennt mit einem Tracker. Bist du eine Leistung von grob 5 Kilowatt Peak. Und hier sehen Sie die Modelle, die wir dann mit auf höhere Eingangsspannungen arbeiten können, bis zu 200 Ampere Ladestrom auf 48 Volt Basis. Also mit einem MPPT mit vier Tracker können wir hier bis zu 12 Kilowatt Peak verarbeiten. Genau, und wie konfigurieren wir das dynamische ESS, weil das natürlich ein wichtiges Thema ist. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber die allereinfachste Variante ist, und das ist das Schöne am System, es ist für Sie kostenlos und wir können das über das VRM-Portal direkt machen. Sie brauchen keine zusätzliche Verträge oder Ähnliches. Wir können, Sie müssen nur aktivieren und dann natürlich konfigurieren. Es ist selbst konfigurierbar. Sie können selbst Anpassungen ins System machen. Und das Lastprofil, wie gesagt, wird auch automatisch aufgenommen. Was auch wichtig ist, ist insgesamt einfach das Ziel vom System, ist diese gesamtenergie Kosten zu verringern. Hier sehen Sie nochmal einen Ausschnitt vom VRM-Portal. Sie sehen auf der linken Seite den Menüpunkt Dynamisches ESS. Hier müssen Sie nur den Schieber nach rechts verschieben und es wird aktiviert. Aber natürlich jetzt nicht gleich anfangen zu arbeiten, sondern müssen wir danach erstmal über einen sogenannten Wizard verschiedene Parameter eingeben. Und wenn das gemacht wurde, also wir haben hier die Parameter nochmal stehen, dann wird das System anfangen zu arbeiten. Aber weil ich gesagt habe, dass wir das Lastprofil als auch der Ertragsprofil dynamisch machen, braucht es einige Tage, bevor so ein System wirklich voll und ganz funktioniert, weil wir müssen natürlich die Vorhersage mit einarbeiten in einem Algorithmus. Meistens liegt das so in einem Bereich einige Tage. Wenn es ein sehr dynamisches Lastprofil ist, dann kann es sein, dass es vielleicht bis zu einer Woche dauert, bis das wirklich gut funktioniert. Dann gibt es noch Feinjustierungsmöglichkeiten, zum Beispiel auf das GX-Gerät, sowohl als auch können wir hier dann kleine Justierungen machen für das System, was wir zum Beispiel sagen können, dass wir eine gewisse Akkukapazität zur Verfügung stellen wollen für die Notstromversorgung, so ähnlich wie man das aus dem ESS kennt. Und das ist so ein bisschen von der technischen Seite her. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, dass wir über Node-RED, für diejenigen, die da Interesse dran haben, auch noch zusätzliche Anpassungen machen würde. Aber das ist dann schon auf ein, ich sag mal, Expertenniveau. Das, was über VRM eingestellt werden kann, ist vollautomatisch und funktioniert einwandfrei. Also insgesamt dynamisches ESS, mehr Kontrolle über das eigene System, autonom sein, immer noch die Funktionalität haben von einem unterbrechungsfreies System, weil unser Wechselrichter natürlich bei Netzausfall weiterarbeiten können. Förderung der Nachhaltigkeit und beim Netzausgleich natürlich auch, weil wir entlasten auch wiederum das Netz. Wenn es Fragen gibt zu dem Thema, wir stehen heute als auch morgen natürlich auf der Messe gerne zur Verfügung, um auf eure Fragen einzugehen. Ich bin auf jeden Fall da, meine Kollegen können auch unterstützen. Freuen auf uns auf euer Rhythmen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.